Das bisher stärkste Erdbeben seit Beginn des Vulkanausbruchs hat heute die Kanareninsel La Palma erschüttert. Laut TV-Sender RTVE rechnen Experten wegen der anhaltenden Eruptionen nicht mit einem baldigen Ende der Vulkanaktivität. Fast 6 Wochen nach Beginn des Ausbruchs werden immer noch Magma und Gestein in die Höhe geschleudert. Lavaströme bewegen sich weiter in Richtung Atlantik.